Sanil Kulic ist wieder zurück in Ried. Er schießt ja seine Tore inzwischen für den heutigen UEFA Cup Gegner Sion. Die Anfangsphase gestaltet sich ausgeglichen. Ronny Brunnmeier mit der ersten Puckengelegenheit in der fünften Minute. Ried Coach Kraft sieht dann, wie der Schweizer Kontrahent nach und nach besser ins Spiel kommt, aber so richtig zwingende Chancen kann sich Sion vorerst auch nicht erarbeiten. Etwas mehr als 20 Minuten vorbei, die Partie droht einzuschlafen, da bahnt sich abermals Ronny Brunnmeier mit einem Direktschuss, diesmal schon etwas gefährlicher. Sion wird in der Defensive nachlässig und das nutzt Damjanovic nicht aus. Unglaublich, da war es sicherlich schwieriger, den Ball neben als ins Tor zu setzen. Der SV Ried müsste eigentlich schon mit 1:0 führen. Kurz darauf hat Drexel nach diesem brutalen Foul am starken Reset Glück, nicht mit Rot vom Platz zu fliegen. Gut so, denn sonst hätte der blendende Techniker nicht diesen sehenswerten Freistoß schießen können. Einfach nur Pech, so bleibt's bis zur Pause in einer mäßigen Partie beim 0:0. Ried startet beherzt in die zweite Hälfte, erneut versucht Drexel aus der Distanz. Wieder die Gastgeber, diesmal flankt chancentot Damjanovic auf Seo, doch der trifft nur das Außennetz. Minute 53, zum ersten Mal wird Kulic ideal freigespielt, aber dann ist der Winkel selbst für diesen Topstürmer zu spitz, immer noch kein Tor in Ried. Es ist weiterhin kein großes Spiel, immerhin können sich die Rieder ab und an in Szene setzen, doch es fehlt einfach die nötige Konsequenz im Abschluss. Weiteres Beispiel gefällig, Flanke Wolf, bemühter Kopfball Seo, mehr aber auch nicht. Nach knapp 78 Minuten ist dann der eher unauffällige Arbeitstag von Kulic vorbei, die Rieder-Fans haben ihn immer noch lieb. Die Schlussphase, Sion schaltet nochmal einen Gang rauf und kommt sogar fast zum Siegestreffer, aber zum Glück für die Rieder stehen sich die Schweizer selbst im Weg. Mehr passiert nicht mehr, in einem schwachen UEFA Cup Spiel trennen sich Ried und Sion 0:0, zumindest für den österreichischen Vertreter ein enttäuschendes Resultat. www.sport1.at